Hundi, hast du gut auf die Küche aufgepasst? Hundi, was machst du da? Geh, komm mit raus. Hör auf, mein Teppich voll zu pissen, das ist nicht cool. Geh dahin. So. Okay. Blaue Feder, ganz wichtig. Wir gehen erstmal in unseren Schuppen rein. In unseren Stall, meine ich. Versorgen die Hühner, wo wir mittlerweile schon zwei von haben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einen Pilz, gehen damit zum Händler, verkaufen den Pilz und gehen danach. Naja, nicht nochmal zum Händler, weil wir sind ja bereits da, sondern gehen danach halt zum Händler und kaufen dort die blaue Feder, die ich es hoffentlich haben sollte. Welches heute? Heute ist der 17. Okay. 6 Uhr morgens. Ich wünsche mir selber einen schönen Tag. Schön, dass du dir selber einen schönen Tag wünschst. Pilz. Auch diese leicht rosanen Büsche, die hier stehen. Dort in diesem Übergang zwischen Farben, Stadt und Gebirge. Das sieht so cool aus. Einfach so diese ganz verschiedenen Farben. Hier ist alles sehr orange, braun und leicht rötlich gehalten. Hier ist noch so ein leichter Ton von Rot, oder ist es rosa? Ne, jetzt nicht mehr, erst morgens ist es auch orange, aber von leicht rötlicher Ton mit drin. Da liegt sie, da ist sie, die blaue Feder. Kollege, hier, ein giftiger Pilz, Medizin, yo, danke, besuche mich bald wieder. Die blaue Feder, dies ist die blaue Feder des Glücks. Glück bedeutet für jeden etwas anderes. Sie kostet nur 1000, die ist echt noch günstig, ich dachte, die würde 2.000, 3.000 kosten. Kaufen. Sicher doch. Gott segne dich. Danke. Danke. Okay. Dummerweise, sie ist in unserem Schuppen, wie auch alles andere, da irgendwie hingeliefert wird per Luftpost oder ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht machen sie auch diese kleinen Kobolde, diese kleinen Unterhosenwichtel, die wir bei uns im Brunnen haben. Aber wir machen jetzt das Sinnvollste, was man tun kann. Und zwar schaffen wir uns die blaue Feder. Gehen an genau den Ort, wo so eine Feder sinnvoll ist. Nämlich in die Kirche. Und fragen Maria, ob sie uns heiraten will. Hallo Maria. Ich weiß, du bist wieder heftig am Orgeln. Aber trotzdem muss ich dich was fragen. Und zwar was sehr Wichtiges. Hallo Leute! Leute, ein Aufruf an euch alle. Ich weiß, ihr lauscht dem Wort des Priesters und das ist auch gut so, das könnt ihr gerne weitermachen. Aber ich habe etwas zu berichten. Und zwar möchte ich, Bürgermeister, deine Tochter und Frau vom Bürgermeister, auch als Bürgermeisterin bekannt, deine Tochter, ihre Tochter, eure Tochter, unser aller Tochter, gerne heiraten. Frau des Bürgermeisters. Erntegott. Okay. Und Bürgermeister, gibst du mir deinen Segen? Lausch dem Wort des Priesters. Das werde ich tun. Priester, ich bin gekommen, um die blaue Feder zu nehmen und um Marias Hand anzuhalten. Und wenn wir schon mal alle hier sind und auch du hier bist, ich meine, du bist immer hier, aber jetzt stehst du gerade vor deinem komischen Altar hier. Könntest du uns vielleicht jetzt direkt mal eben trauen? So, mal eben kurz, dauert ja nicht lange, 5 Minuten oder so. Würdest du das machen? Hallo? Priester, liebe deine Mitmenschen. Ja, ich liebe meine Mitmenschen, ja. Das ist es. Ich liebe sie. Meine Mitmenschen. Also die einen mehr, die anderen weniger. Aber deswegen, genau deswegen bin ich hier. Schön, dass du das ansprichst. Ja, gut behandeln, mit Tieren genauso. Nee, ich will keine Tiere heiraten. Das ist widerlich. Du bist komisch. Aber guck dir das an. Ich habe die blaue Feder des Glücks dabei. Die blaue Feder des Glücks ist in dieser Gegend ein traditioneller Gegenstand. Setze die Feder ein, wenn du einem Mädchen einen Heiratsantrag machen möchtest. Ja, genau deswegen bin ich doch hier. Guck mal, ich habe die blaue Feder. Bürgermeister, was sagst du dazu? Hey, du gibst sie der falschen Person. Ich will sie dir nicht geben, ich will sie dir doch nur zeigen, du Affe. Die ist für deine Tochter. Bürgermeisterinnentuse, was sagst du dazu? Red nicht so ein Zeug. Ich bin verheiratet. Ich will dich doch gar nicht heiraten. Meine Güte. Ich will das heiraten, was irgendwann mal aus dir rausgeht. Also deine Tochter. Mann, Maria, dann sag doch mal was. Maria. Lausche dem Wort des Priesters. Ja, sicher doch, die ganze Zeit. Oh, bist du gläubig. Maria,
Ich bin extra hergekommen, um dich hier vor allen Leuten zu fragen, ob du meine blauhaarige Freundin Frau werden willst. Ob du meine Frau werden willst, denn ich finde, dass unsere Farben gut zusammenpassen. Ich meine, du hast blaue Haare, ich habe eine blaue Latzhose und eine blaue Cappy. Ach, wir sind einfach füreinander bestimmt. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Maria, willst du meine Frau werden? Tut mir leid, aber ich kann dir noch nicht antworten. Wenn die Sonne scheint... Was? Wenn die Sonne scheint, treffen wir uns Samstag um 12 an der Kirche. Was? Was? Aber ich dachte, ich... Du... Ich dachte eigentlich, du willst jetzt Ja sagen und dann gehen wir eben rüber zum Priester und der traut uns. Und dann jubeln uns alle zu und sagen, oh, wie schön, dass ihr verheiratet seid. Die Bürgermeisterin tut sie fängt an zu heulen vor Freude und der Bürgermeister schenkt uns irgendwie sein Haus oder keine Ahnung. Was? Ich frag dich einfach nochmal. Heiraten? Tut mir leid, aber ich kann dir noch nicht antworten, wenn die Sonne scheint. Ich kann dir nicht antworten, wenn die Sonne scheint. Frag mich nochmal, wenn es dunkel ist, weil ich mich dann irgendwie besser fühle oder keine Ahnung. Nein, treffen wir uns am Samstag vor der Kirche. Am Samstag? Heute ist Sonntag, das dauert noch eine ganze verdammte Woche. Was? Aber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie hat nicht Nein gesagt. Sie hat gesagt, treffen wir uns Samstag vor die Kirche. Das macht die Sache nicht besser. Oh mein Gott. Wozu habe ich die Scheiße gar nicht gekauft? Ich will mein Geld zurückhaben. Sie will mich nicht heiraten. Überlege es dir gut. Es ist eine wichtige Entscheidung. Hier, Wahrsagerin Tuse, was erzählst du mir? Warum bin ich in die Kirche? Gott ist überall nirgendwo. Das ist mir völlig egal. Ich will jemanden heiraten oder er will mich nicht heiraten. Oder der ist dir nicht sicher. Du musst dir die Mädchen geben, das du liebst, okay? Die Mädchen, das du heiraten möchtest, habe ich gemacht. Und sie hat gesagt, treffen wir Samstag vor der Kirche. Was ist denn das für eine Antwort? Ich bin verwirrt, ich gehe nach Hause. Also, ich weiß nicht, ich habe mir das mit der Traumhochzeit irgendwie anders vorgestellt. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat sie irgendwie einen krassen Fetisch und sie möchte halt dann vor der Kirche heiraten, weil das am Samstag irgendwie Glück bringt. Für deine Ware gebe ich dir 50. Ah, scheiße, meine Ware. Ich bin schwer desillusioniert. Ich nehme das Leben mit der Hacke. Bums. Oh, 50er, danke. Oh Mann. Oh Gott. Okay, gehen wir schlafen. Das war ein sehr erfolgreicher Tag. Und die... Dein Hagen ist ein Versager, weißt du das? Ein riesengroßer Versager. Er schafft es nicht mal, die Frau zu heiraten, für die er eigentlich eine blaue Feder gekauft hat, die man eigentlich erst kaufen kann, wenn man jemanden heiraten kann, aber... Ach, legen wir uns ab und gucken Fernsehen. Ah. Sonne, okay. Die Sonne scheint... Die Sonne scheint überall, nur nicht in meinem Herzen. Hier sollte hier irgendwie eine theatralische Musik eingeblendet werden. Vielleicht mache ich das sogar, damit es zu dieser doch sehr traurigen Stimmung passt. Okay, neuer Tag, weiter geht's. Wir sollen sie Samstag nochmal fragen, ob sie uns dann heiraten will. Naja, das war trotzdem eine sehr merkwürdige Antwort. Radieren wir das mal wieder weg, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen zu sehr in die Sache reingesteigert. Meine Güte. Aber ohne Witz, ey, das muss ziemlich uncool sein. Wenn man jemanden fragt, ob er einen heiraten will und er sagt dann einfach, es tut mir leid, aber sprech mich einfach nochmal nächste Woche drauf an.
Zum Glück ist mir das nicht passiert. Nun denn, aber gut. Dann halt nächsten Samstag. Schauen wir, was hier nächsten Samstag abgeht. Derzeit mähen wir noch ein bisschen. Und, ja, was machen wir eigentlich? Wir haben unsere ganzen kurzfristigen Ziele erreicht. Naja, fast alle. Mit dem Heiraten, das ist noch so ein bisschen dumm gelaufen, aber alles andere. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir jetzt einfach mal... Wir haben das Ding immer noch. Ziehen wir den Zaun mal ein Stück weiter. Wir brauchen dazu im Grunde den Hammer, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Hundikabuff können wir hier soweit fertig machen. Wir ziehen es einfach hier lang, ziehen wir es. Darunter. Ja. Wobei, ich finde, das ist so ein bisschen eng irgendwie alles. Kann das sein? Wobei, dann kann das doch eigentlich auch so gehen. Ja, ist doch gleich... Moment, was mache ich hier? Hä? Was war ich denn hier gerade? Ich glaube, ich bin gerade völlig ab von allen guten Geistern. Was versuche ich hier? Ich muss das Ding doch hier offen lassen. Niki, du bist manchmal echt ein bisschen merkwürdig. Das muss genau andersrum. Das muss hier geschlossen werden. Meine Fresse. Und da bin ich aber echt geistig weit ab. Wir brauchen mehr Holz. Und ein Croissant. Denn Croissants sind immer gut. Geht das oben gerade weiter, oder? Ich muss ja aber eh noch ein bisschen aufräumen. Das sieht hier komisch hier aus. Packen wir die auch nochmal mit an die Seite. Ich finde, der Hund hat hier irgendwie wenig Platz drin. Es ist noch nicht mal fertig, aber der Hund hat hier irgendwie wenig Platz drin. Und Alter, ist mir warm! Entweder habe ich mich gerade zu krass in das Spiel reingesteigert oder wir haben hier mittlerweile 28 Grad drin. Ich weiß es nicht. Der Kamin ist auf jeden Fall mittlerweile wieder langsam dabei auszugehen, aber ist das hier warm drinne? Das ist doch nicht mehr normal. Meine Güte. Morgen sollte ich echt aufpassen, dass ich die Kamine wieder zu krass anballer. Wobei ich ehrlich sagen muss, momentan ist es noch ziemlich warm. Ja, ich meine, Leute, ich kann momentan nicht großartig irgendwas über das Spiel hier erzählen, weil sich immer irgendwie alles wiederholt und nicht so spannend ist. Deswegen kann ich so ein bisschen so Real-Life-Stories erzählen, was ich ja normalerweise eher seltener mache. Meistens auch, weil ich in den Spielen halt einfach so gefesselt bin vom Spiel, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwas anderes zu sagen. Aber ja, so ein paar Real-Life-Stories. Ich weiß nicht, aus welchem Teil von der Welt ihr kommt. Ihr, meine Zuschauer, ich denke mal an dem deutschsprachigen Teil. Auf jeden Fall wird das Sinn ergeben. Aber hier ist es zurzeit noch relativ warm. Wir haben hier in der Tat... Ja, ich würde sagen, momentan noch mehr oder weniger mittel- bis süditalienische Verhältnisse. Es ist ja, Mitte November. Und wir hatten vor kurzem noch zum einen plus 20 Grad, was ich krass finde. Und zum anderen auch noch kein einziges Mal Frost. Eher so im Gegenteil. Also nachts haben wir teilweise auch 8, 9 oder sogar 10 Grad. Und das ist ziemlich krass. Es ist, man merkt es auch wirklich, es ist nicht unbedingt gut für die Natur. Denn die Natur, die jetzt eigentlich eine Pause einlegt. Die Pflanzen, die härten jetzt ja eigentlich aus. Die härten aus. Ziehen ihre ganzen Stoffe aus den Blättern, also die meisten zumindest. Ziehen wichtige Stoffe aus den Blättern zurück. In die Triebe und in die Wurzel. Und in den Stamm. Um danach im Frühjahr wieder austreiben zu können. Nur dadurch, dass es so warm ist, überspringen sie so leicht diese Phase und fangen teilweise an, jetzt wieder auszutreiben. Und das ist nicht so gesund für eine Pflanze. Oh, ist irgendwas? Ach, genau das! Oh, das Eierfestival, oder? Morgen ist das Eierfestival. Um 3 Uhr werde ich auf dem Marktplatz sein. Füttere dein Vieh, bevor du auf das Fest kommst. Ich werde aber vorher noch die Waren aus deiner Sammelbox abholen, wenn du etwas zu verkaufen hast. Tschüss! Okay, dann ist ja morgen schon das Eierfestival. Krass. Das Eierfestival ist auch ein sehr wichtiges Festival, weil man da auch etwas Besonderes bekommen kann. Und das sogar mehr als nur einmal. Wenn man, was heißt, sich nicht so dämlich anstellt. Wenn man ein bisschen Glück hat. Es kommt ein bisschen auf Glück an. Moment, hier liegen keine Eier.
Oh, ich habe die Hühner gestern nicht gefüttert, oder? Ach, scheiße, ich habe die Hühner nicht gefüttert, ich habe die Hühner vergessen. Ah! Jetzt gibt's 3 Tage lang keine Eier. Ja, die Tiere, sie sterben nicht, wenn man sie 1 Tag lang nicht füttert. Nee, was passiert ist, dass sie dann halt keine Milch geben oder krank werden oder halt einfach dann 3 Tage wie die Hühner keine Eier geben. Eier geben? Ja, Eier geben, Eier legen. Das ist so ein bisschen doof, aber ich hab's vergessen. Naja, es passiert. Nun denn. Aber was wollte ich sagen? Genau, wenn es so warm ist, fangen einige Pflanzen jetzt schon wieder an auszutreiben. Und das ist sehr gefährlich. Die Knospen, die im nächsten Jahr aufgehen sollen, eigentlich im Frühjahr, die fangen jetzt bereits an aufzugehen, ganz leicht. Ja, nicht nur ganz leicht. Bei einigen Pflanzen gehen sie sogar wieder richtig auf. Und die Pflanzen fangen an, neue Blätter zu bilden. Es ist an sich eigentlich gar nicht mal schlimm, wenn die Pflanze das macht. So gesehen ihre Winterruhe überspringt, auch wenn sie dafür eigentlich nicht gemacht ist. Nur was sehr schlimm ist, ist, wenn die Pflanze in der Tat wieder durchtreibt und es dann im Dezember, Januar, Februar oder meinetwegen auch erst im April oder Mai nochmal Frost gibt oder überhaupt Frost gibt. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese jungen Blätter dabei absterben. Und wenn die Pflanze noch relativ klein ist und vielleicht auch schon ein bisschen stärker ausgetrieben ist, kann es sein, dass sie diesen Frostschaden nicht überlebt. Dass sie nicht genug Energie unter der Rinde und in der Wurzel gespeichert hat, um ein weiteres Mal auszutreiben. Denn damit Pflanzen austreiben, müssen sie Photosynthese betreiben. Und Photosynthese betreibt eine Pflanze über das Chlorophyll, also die grüne Farbe, in den Blättern. Ich meine, ja, bei roten Pflanzen ist es genauso, oder bei gelben Pflanzen, die haben auch Chlorophyllanteile. Zwar sind das dann weniger, aber auch die betreiben Photosynthese. Aber ich wollte eigentlich gar nicht so tief in diese Materie einsteigen. Nur ist es so, wenn die Pflanze halt die Stoffe, die sie im Winter, die durch die Photosynthese angereicherten Stoffe, die sie im Winter eingelagert hat, dann so gesehen für den Austrieb benutzt und der gesamte Austrieb wird zapp durch einen Frost zerstört, kann es sein, dass die Pflanze nicht mehr genug Stoffe hat, also Restreservestoffe, um ein weiteres Mal auszutreiben und dann geht die Pflanze kaputt. Ja. Das kann passieren, deswegen ist es nicht cool, wenn Pflanzen zu ja, einer Jahreszeit, wo es Frost geben kann oder wo es sehr wahrscheinlich ist, dass es Frost gibt, halt Dezember, Januar, Februar austreibt. Ja. Kleine Geschichte dazu, ja, weil es fällt mir in der Tat sehr stark auf, dass es momentan noch ziemlich warm ist. Das ist das Hundikabuff, es sieht irgendwie sehr wild aus, muss ich sagen. Wir können nochmal einen Stein, es sieht doch sehr voll aus. Packen wir den Stein jetzt mal an die Seite. Wie machen wir das? Mir ist ein bisschen viel Zeug, finde ich, ist hier. Nehmen wir vielleicht nochmal dieses Kraut hier weg. Und dieses Kraut nehmen wir auch mal weg. Und lassen dann vielleicht nur mal dieses Kraut da stehen. Und hier genauso. Hier lassen wir einmal das Kraut da stehen. Und lassen wir die 3 Kräuter da stehen. Wollt nichts verkaufen? Okay, bis morgen. Den Stein packen wir vielleicht nochmal da unten in die Ecke rein. Ein weiterer Stein, der kommt dann hier so mit hin. Na, das vielleicht nicht, aber vielleicht so. Ach, hier unten nochmal mit hin. So, okay. Das sieht schon ein bisschen passender aus irgendwie. Ja, dann ist das hier doch das Hundikabuff. Okay, Hundi, wenn es morgen nicht regnet, werde ich dich in das Kabuff bringen. Und dann schauen wir mal, es ist jetzt Dienstag, der 19. Am Samstag sollen wir dorthin gehen. Okay, kriegen wir hin. Regnet es morgen? Ach nee, natürlich, jetzt ist das Fest, habe ich schon wieder vergessen. Freut euch, ihr Leute, das Erntefestival, nee Quatsch, das Eierfestival steht uns bevor. Das Wetter ist gut und alle sind recht herzlich eingeladen. Danke. Das ist. Morgen wird ein lustiger Tag. Das Eierfestival ist eine lustige Sache. Ganz wichtig, wir müssen gucken, wie es übermorgen wird. Ansonsten müssen wir unseren Hund wieder reinholen. Es scheint die Sonne, wunderbar. Ja, wir haben keine Eier. Aber dafür haben wir Hühner. Hundi, ich bring die mal eben in dein Kabuff rein. Ich hoffe, es gefällt dir dort. Es ist nicht so wahnsinnig groß, aber du bist ja auch nicht so wahnsinnig groß. Demnach gehört dieses hier von jetzt an dir. Viel Spaß hier drinne, Hundi.
Ja, genau, hier zieh dich ein bisschen um. Schnupper ein bisschen hier und da. Markiere dein Revier. Wobei, du heißt Luna, du bist ein weiblicher Hund, die machen das nicht. Wobei, doch, weibliche Hunde machen das auch. Ich kenne eine Hündin, die das macht. Und das macht sie oft genug. Nee, ich kannte sogar insgesamt zwei, die das gemacht haben. Also demnach nicht nur die männlichen Hunde markieren, weibliche Hunde markieren auch. Und das ist teilweise ziemlich krass. So, gut. Dreimal Futter für die Hühner.